Also du hast dich entschieden, du möchtest Geld machen, indem du Bitcoin tradest und andere Kryptowährungen. Und du möchtest das lernen, wie du dieses süße Geld machst mit Bitcoin. Also als erstes möchte ich, dass ihr ein einfaches Ding macht für mich. Geht runter in dem Video und drückt auf den Bybit-Link in der Beschreibung in diesem Video oder in den Kommentaren. Macht es genau jetzt, ich warte. Habt ihr es geschafft? Ja? Okay, cool. Also jetzt bist du bereit. Es ist Zeit, dass du lebensveränderten Wohlstand erreichst in diesem Bitcoin-Bullenmarkt. Mit dieser Schnellstartanleitung wird dir gezeigt, wie du Bitcoin shortest und longst. Mit diesem Wissen wird es dir möglich sein, andere Kryptowährungen zu traden bei Bybit. Das bedeutet, du wirst Geld machen, indem du Bitcoin kaufst und verkaufst. Und natürlich Ethereum und andere Altcoins. Ich werde dieses Video limitieren zu den basischen Sachen. Wie man ein Konto erstellt, wie man eine Long-Position öffnet und eine Short-Position öffnet. In dem Sinne könnt ihr eure Gewinne maximieren, indem ihr kauft und verkauft. Aber in einer sicheren Weise. Wenn ich ein detaillierteres Video habe, werde ich den Link in der Ecke des Videos lassen oder in der Beschreibung des Videos und in den Kommentaren. Um ein neues Bybit-Account zu erstellen, alles was du tun musst, ist, du musst deine E-Mail-Adresse eingeben, ein Passwort erstellen. Ich werde mein Konto jetzt eingeben. .gmail.com und füge mein Passwort ein. Und dann drückst du Anmelden. Und dann ladet es fertig. Und dann schickt es dir eine E-Mail-Verifikationscode und dann gehst du rüber zu deinen E-Mails und dann werde ich das kopieren und zurückgehen zu Bybit und das hier einfügen, dass sie genau wissen, dass das ich bin. Und ich habe mein Bybit-Account erstellt. Okay, jetzt wo du eingeloggt bist mit deinem neuen Konto, möchtest du Geld einzahlen. Also, dass du traden kannst. Um das zu tun, das ist ganz einfach. Alles, was du tun musst, du musst zu MyAssets und dann kannst du Geld einzahlen in Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP oder USDT. Und da ist es wirklich sehr sicher, Geld einzuzahlen bei Bybit, weil die haben alles in Cold Wallets hinterlegt. Also bist du sicher, dass sie nicht gehackt werden so einfach. Und ja, auch wenn sie sehr sicher sind, du willst nicht zu viel Geld auf den Exchanges lassen. Also werde ich jetzt einzahlen drücken und werde Bitcoin einzahlen, dass wir hier weitermachen können und ich euch ganz schnell zeigen kann, wie ihr das traden könnt und anfangen könnt mit traden. Ich werde jetzt Bitcoin einzahlen und dann werde ich zurück sein. Also jetzt habe ich eine kleine Menge an Bitcoin eingezahlt, 5,4 Bitcoin. Jetzt bin ich bereit, um hinzugehen, um zu traden. Aber bevor wir das tun, denkt dran, bevor ihr Geld einzahlt, ihr müsst eure Code einfordern, die in der Beschreibung unter dem Video ist, wenn da eine sein sollte. Und jetzt ist da eine Code, die nennt sich Jackpot und die gebt ihr ein und dann drückt ihr Redeem und dann hast du's. Also jetzt, wo das fertig ist, ich habe das schon gemacht, also ich werde rübergehen zum Traden. Also jetzt natürlich, wenn ich jetzt natürlich Ethereum traden würde oder XRP oder EOS oder USDT, ich muss das nicht einzahlen. Ich kann hier rübergehen und das einfach umtauschen von Bitcoin in Ethereum. Also, jetzt bin ich bereit, um zu traden. Man kann es entweder Inverse Perpetual traden oder USDT. Das bedeutet, wenn ich USDT trade, dann werde ich in Dollar bezahlt. Wenn ich Inverse Perpetual trade, dann werde ich mit der Währung gezahlt, mit der ich trade. Also ich werde in Bitcoin traden, dann werde ich in Bitcoin bezahlt. Oder Ethereum oder in EOS. Okay, also ich werde Inverse Perpetual machen, weil ich mag Bitcoin. Ich will nicht in Dollar bezahlt werden. Und deswegen, das Erste, was du machen wirst, du machst sicher, dass du es von Cross Margin, wenn du auf Cross Margin tradest, dann wettest du mit all dem Geld, was du hast. Also Cross Margin, wenn der Preis sinkt und du verlierst Geld und immer mehr, dann wirst du immer mehr verlieren. Also ich würde das nicht vorschlagen, Cross Margin. Ich würde einfach nur Isolated Margin gebrauchen. Wenn du das gebrauchst, dann drückst du auf Isolated und dann macht sicher, dass ihr da den Haken drückt. Also, ja, ich will Isolated, das bedeutet, was immer ich wette, so viel werde ich auch nur verlieren. Also wenn ich 10x wette und 10.000 Dollar wette,
Das Maximale, was ich verlieren kann, sind 1000 Dollar. Also ich werde hingehen und das tun und werde auf den Market Order gehen. Das bedeutet, dass er sofort ausgeführt wird, weil ich sage, ich muss gehen, ich muss diesen Trade ausüben, genau jetzt. Ich kaufe. Und dann drückt er kaufen und dann bestätigt er es, weil Chad kümmert sich nicht drum. Er ist bereit, um zu gehen und ja, ich habe meinen Trade offen. Und ja, du kannst sehen, wenn Chad sowas macht, das funktioniert nicht immer. Also Chad rastet aus, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun muss. Was soll ich tun? Also es gibt zwei Methoden, wie du deinen Trade schließen kannst. Du kannst ihn hier schließen oder genau hier. Hier kannst du sogar aussuchen zwischen einer Limit Order, wo du nur einen Teil davon nimmst, wo du sagst, hey, ich setze zu viel Geld, ich will das einfach etwas reduzieren, wie viel ich gewettet habe, und da, oder ich nehme die Market Order, um komplett rauszusteigen. Und da hast du's. Ich bin raus aus dem Trade. Also, jetzt, weil wir kein Chat sind und wir nicht mehr zahlen wollen, als wir eigentlich müssen, möchtest du deine Kosten etwas sparen, indem du eine Limit Order gebrauchst, weil eine Limit Order reduziert deine Kosten und macht sicher, dass es auf Post-Only ist, weil das bedeutet, hey, ich will diesen Preis, das ist der Preis, den ich haben möchte und da werde ich es bekommen und das war's. Also macht sicher, dass das eingestellt ist und ihr werdet sagen, ich werde etwas riskanter und werde 10.000 Dollar riskieren als mein maximaler Verlust, natürlich, durch eine Liquidation, aber ich werde auch den Preis ändern, wo ich einsteige, zu 38.500. Ich werde kaufen drücken. Ich werde das bestätigen. Und dann kannst du sehen, dass, hey, schau mal da, da ist mein Trade genau bei 38.500. Und ich kann ihn runter bewegen, irgendwo hinziehen, wo ich ihn haben möchte, wenn ich ihn da mag. Nee, ich mag ihn hier. Und du kannst ihn irgendwo hinziehen, wo du es willst. Und den abzubrechen, diesen Trade, es ist ziemlich einfach. Wieder mal, du kannst einfach nur das Kreuz drücken oder ich werde mich erstmal rüberschieben. Du kannst auf den aktiven Trade gehen, genau da. Und dann werde ich mich wieder rüber bewegen. Und dann werde ich abbrechen drücken, genau hier. Und das ist noch ein Weg, wie um den abzubrechen. Und jetzt natürlich, du willst immer einen Stop-Loss einsetzen. Du willst keinen Trade öffnen und keine Sicherheit zu haben, rauszukommen, ohne liquidiert zu werden. Liquidation ist kein Spaß. Also deswegen, um das zu tun, alles was du tun musst, wisst ihr was, ich werde in meiner Kauf-Long-Position den Stop-Loss setzen mit dem Profitziel. Also ich werde das eingeben, wisst ihr was, ich will 25%. Oder wisst ihr was, ich werde etwas gieriger sein, ich werde 100% eingeben und dann werde ich eingeben, ich könnte eingeben, wie viel ich bereit wäre, um zu verlieren. Oder ich könnte sagen, wisst ihr was, ich bin nur bereit, dass ich nur 5% von den 10.000 Dollar verlieren möchte, die ich gesetzt habe. Und das war's. Ich bin nicht so verrückt und ja, das könnte ich tun und dann werde ich meinen Einstiegspunkt da haben und da haben wir es. Und das zeigt mir, wo mein Liquidationspreis ist, wo mein Profitziel ist und wo mein Stop-Loss ist natürlich. Nicht nur ist es wichtig, dass du deinen Stop-Loss setzt, sondern auch deine Profite nimmst, sodass das gespeichert ist, sodass du nicht zu früh oder zu spät aus deinem Trade aussteigst. Okay, aber ihr könnt das natürlich tun. Okay, dann, da hast du es. Jetzt, du kannst das hin und her bewegen natürlich. Du kannst es nicht zu viel bewegen, weil wenn du es zu weit runter bewegst, was passieren würde, dass wenn du es unter deinen Liquidationspreis machst, dann wird es das nicht zulassen und dann wird es dir diese Fehlermeldung geben. Natürlich könntest du ihn immer höher bewegen, aber dein Stop-Loss und dein Profit sind bei genau dem gleichen Preis. Also wenn du das schließen würdest, ganz einfach, du drückst auf dem X oder da unten. Okay, also jetzt weißt du, wie um einen basischen Trade auszuführen. Es gibt sehr viel mehr Informationen, die du lernen kannst. Aber da musst du einfach etwas warten für ein bisschen fortgeschritteneres Video. Das ist jetzt einfach nur eine Schnellstartanleitung. Und hier kannst du natürlich auch FIPS einzeichnen und du kannst es so wie bei TradingView benutzen, die ganzen Indikatoren. Und wisst ihr was, wenn ihr etwas Hilfe braucht, ihr könnt immer hier den Support-Button drücken. Und das ist meine Schnellstartanleitung. Ganz simpel. Einfach, macht Spaß
Und du brauchst dir keine Gedanken machen über irgendwelche Verluste, wenn du einfach nur sehr vorsichtig deine Wetten einsetzt, in isolierten Trade, dein Stop-Loss einsetzt, dein Take-Profit und dann bist du gut, um zu gehen. Also denk dran, Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und du musst ein Teil davon werden. Ciao.